Meine Damen und Herren, heute spielen wir mal wieder Verstecken, aber nicht das normale Verstecken. Und zwar geht es heute um einiges, und zwar um 100.000 Robux. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Es geht heute um 100.000 Robux, denn derjenige, der zuletzt gefunden wird, bekommt die 100.000 Robux. Alter, was? 100.000 Robux? Damit kann man sich ja ein ganzes Haus kaufen. Man kann sich damit ja voll viel Essen kaufen. Oh Mann, das war ja klar, dass du wieder nur ans Essen denkst. Mit 100.000 Robux kann ich mir so viele Videospiele kaufen. Oh nein, ich werde gewinnen und dann kaufe ich mir ganz, ganz viel Schminke. Wir werden ja sehen, wer hier heute gewinnen wird. Oh ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wer heute gewinnen wird. Und ich würde sagen, ihr könnt euch verstecken in 3, 2, 1 und... Stopp mal. Moment mal, was sehe ich denn hier auf meinem YouTube-Kanal? Lass mich das kurz ansehen. Was? Stimmt das jetzt wirklich? 85% meiner Zuschauer haben diesen Kanal noch nicht abonniert? Leute, meint ihr das etwa ernst? Ihr guckt meine Videos, ohne den Kanal abonniert zu haben? Das macht mich echt traurig. Oh Mann, ey. Und jetzt muss ich auch noch weinen. Warum abonniert ihr nicht einfach diesen Kanal? Oh Leute, abonniert doch einfach den Kanal. Und dann muss Lami auch nicht mehr rumheulen. Ganz genau. Und dann können wir auch zusammen Roblox spielen. Deswegen kommt auch gerne in meine Roblox-Gruppe. Oh Mann, ey, genug gebabbelt. Jetzt versteckt euch endlich oder wollt ihr nicht die 100.000 Robux gewinnen? Oh doch, okay, natürlich, Leute. Lasst uns alle verstecken. Oh Gott, aber wo... Wo sollte ich mich denn jetzt verstecken? Einfach mal hier. Ich habe wirklich keine Ahnung, ey. Versteckt oder nicht, ich komme. Ich hoffe, es hat sich niemand hier in der Poststation versteckt. Denn da werde ich mal direkt nachgucken. Oh nein, nein, nein. Das ist gar nicht gut. Die wird jetzt hier in der Poststation nachgucken. Und da vorne ist sie auch schon. Oh Mann, ich verstecke mich einfach hier in der Ecke als Kaktus. Ein Kaktus in einer Garage. Ich meine, das ist doch nicht auffällig, oder? Vielleicht versteckt sich ja einer hier. Und da habe ich dich gefunden. Was? Moment mal. Sie hat mich gefunden? Raus aus der Ecke. Ich weiß ganz genau, dass du dich als Karton versteckt hast. Oh Mano, das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte, hier wirst du mich niemals finden. Oh Mann, was für ein Doofkopf. Wie kann man sich denn bitte nur als Kiste in einer Poststation verstecken? Oh Mann, ey. Und, oh, was ist das denn für ein schöner Kaktus? Vielleicht sollte ich mir auch so einen zulegen. Na gut, wie auch immer, das mit den 100.000 Robux wird anscheinend nichts für dich. Oh Mann, ey, ich wollte doch gewinnen, damit ich mir viele Videospiele kaufen kann. Moment mal, ich bin also wirklich nicht aufgeflogen als Kaktus? Yeah! Aber Freunde, ich sollte mir schleunigst ein neues Versteck raussuchen. Vielleicht in der Brookhaven Schule. Oh ja. Und vielleicht sollte ich mal das Kaktuskostüm ausziehen. Naja, wir gehen einfach mal hier. Oh. Oh ja. In den Abstellraum der Schule. Hier wird bestimmt keiner sein. Moment mal. Hey, was suchst du denn hier? Das ist mein Versteck. Such dir gefälligst ein neues Versteck. Und was soll dieser dämliche Aufzug? Warum verkleidest du dich als Kaktus? Lange Geschichte. Aber Moment mal, ich kann mich doch auch hier verstecken, oder nicht? Oh nein. Aber naja, wenn du nicht gehen willst, dann werde ich dich einfach verraten. Und hey, Lami, du bist ja hier im Abstellraum. Hey, was soll das? Du kannst doch nicht einfach mein Versteck verraten. Oh, Lami, du bist also ein Kaktus im Abstellraum? Das ist ja interessant. Oh Mann, das kannst du noch nicht ernst meinen. Oh, aber du bist ja auch erwischt. Moment mal, jetzt haust du einfach ab. Das kann nicht wahr sein. Oh, ich muss ganz schnell das Kostüm ausziehen. Das kann doch jetzt nicht wirklich ihr Ernst sein. Die hat mich verraten und ich glaube, die kommt mich auch schon suchen. Moment mal, die wurde gefunden? Da hast du dich wohl selber verraten. Oh Mann, du musst mir glauben. Lami ist da wirklich im Abstellraum. Los, such ihn. Du wirst ihn dort finden. Ich hoffe, du lügst mich nicht an. Das ist ja mal gar nicht gut. Moment mal, vielleicht kann ich mich hier
Durchbuggen? Oh, jawohl, ich habe mich einfach durchgeglitscht. Und jetzt kann ich hier abhauen. Oh Mann, ich muss unbedingt so schnell wie möglich abhauen, denn ich darf nicht gefunden werden. Ich will doch am Ende die 100.000 Robux gewinnen. Ganz genau. Und wie wär's, wenn ich einfach in den Kindergarten gehe? Dort wird sie bestimmt niemals suchen. Na los, dann gehen wir uns einfach hier im Kindergarten verstecken. Moment mal, Emily? Hey, Lami, verzieh dich! Das ist mein Versteck! Dein Versteck? Ich dachte eher, dass du dich irgendwie im McDonald's oder so versteckst. Ich meine, du denkst doch eh nur ans Essen. Hey, was redest du denn da? Ich denk nicht nur an Essen. Und jetzt geh endlich! Oh nein, ich bleib hier. Ich werde mich jetzt auch hier irgendwo verstecken. Am besten hier in dieser Röhre. Oh nein, die kommen! Wir müssen uns ganz schnell verstecken! Oh Mann, das ist gar nicht gut. Moment mal, hat sich gerade Emily im Kühlschrank versteckt? Wie passt du da bitte rein? Oh Gott, wo soll ich mich denn jetzt verstecken? Das ist hier viel, viel zu billig. Okay, hier habe ich noch nicht gesucht. Im Kindergarten. Na los, kommt raus. Ich weiß ganz genau, dass ihr hier seid. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich verstecke mich hier hinten. Okay, hier sollte ich sicher sein, oder? Na gut, ich glaube, als allererstes suche ich in diesen bunten Röhren. Das ist gar nicht gut. Oh Mann, ey. Was? Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin im Untergrund vom Kindergarten? Alter, wie gut ist das denn? Hier ist also keiner in diesen Röhren. Vielleicht ist ja jemand in der Küche. Let's go. Oh ja, sie sucht in der Küche. Das ist sehr gut. Vielleicht könnten wir auch sogar die kleine Emily verraten. Vielleicht auf dem Kühlschrank? Nee, vielleicht hier im Ofen? Nee, da passt doch sowieso keiner rein. Also ist hier wirklich niemand im Kindergarten? Oh doch, da ist jemand im Kindergarten. Wie wär's, wenn ich einfach mal den Kühlschrank aufmache? Emily? Moment mal, du bist im Kühlschrank? Was ist denn mit dir los? Hey, die Tür ist ja aufgegangen. Das ist unfair. Das war bestimmt Lami. Was? Sowas würde ich doch niemals tun. Aber damit habe ich das 100.000 Robux Versteckenspiel gewonnen. Und Freunde, schreibt mal jetzt in die Kommentare, was würdet ihr mit 100.000 Robux tun? Das würde mich interessieren. Ich hoffe doch, dass ihr wenigstens für 5 Robux das Lami-T-Shirt in meinem Shop kaufen würdet. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und Leute, links und rechts seht ihr noch die letzten 2 Videos. Die sind auf jeden Fall auch mega, mega cool geworden. Also checkt sie ab, genauso wie Emilys Kanal, den müsst ihr auch noch unbedingt abchecken. Dort gibt es auch coole Brookhaven-Videos. Ansonsten sehen wir uns wie immer morgen bei einem neuen Video wieder und ciao!